das laut. Hallo, herzlich willkommen. Aua, 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 aua. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming, zum Spätabendspielkreis. Guten Abend, heute ist Samstag, ne? Samstag, der 11. Juni 2022. Wir haben es ziemlich genau 10 Uhr, warum auch immer. Warum haben wir es 10 Uhr? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Herzlich willkommen zurück. Heute setze ich mich mal wieder hin und möchte eigentlich nur Fußball spielen. Ganz normal, so wie ich das jeden Abend oder auch jeden Tag mache. Das habe ich vor, Fußball spielen. Gestern habe ich kein Fußball gespielt, ist es richtig? Nee, habe ich nicht. Gestern habe ich mich nicht hingesetzt, habe kein Fußball gespielt. Deswegen etwas verzögerter Start vielleicht. Aber ich habe für mich privat 5-6 Spiele gerade schon gemacht. Gucken wir auch gleich nochmal drauf. Ist nichts allzu sehr Besonderes dort passiert. Also ich starte nicht von Null. Das ist schon mal toll. Super. Haben wir das auch geklärt. So, genau. Samstagabend gibt es irgendwelche tollen Informationen vom gestrigen Tag oder auch von heute. Bild am Sonntag exklusiv. Kanzler Scholz reist nach Kiew. Das ist schön. Das ist übrigens auch unser Thema, ne? Abreise oder Reisetag? Abreise, glaube ich. Ganz genau. Warum er das tut? Um konkrete, was? Alles über seine konkrete Reisepläne und prominente Beleid. Okay, er guckt sich die Lage dort mal an und möchte natürlich auch vor Ort tatkräftig mit anpacken, unser Kanzler. Hier mal Schutt wegräumen, da mal was machen, ne? Hier mal einen Platz fegen und so weiter. Deswegen reisen die meisten Leute dann. Okay, sehr interessant. In der Welt des Fußballs, gibt's denn da irgendwelche tollen Sachen? Irgendwelche Transfers, die schon bestätigt sind? Ja, Tchouaméni zum Beispiel heute gewechselt für 80 Millionen Euro von AS Monaco zu Real Madrid. Das ist doch was Feines. Herzlichen Glückwunsch. Damit hat Real Madrid jetzt offiziell wahrscheinlich sein absolutes Top-Top-Dreier-Mittelfeld mit Kroos, Modric, Casemiro für die nächsten Jahre. Ich sage jetzt mal für das nächste Jahrzehnt haben die das neue Mittelfeld aufgebaut und das alte wird wahrscheinlich so in Zukunft so langsam abgelöst. Dieser Tag hat Modric tatsächlich nochmal verlängert für ein weiteres Jahr. Ist schon 36 ist Modric schon. Bleibt trotzdem nochmal ein Jahr bei Real Madrid. Das ist auch was Feines. Ich finde, Modric hat trotzdem mit seinen 37 Jahren einen Riesenanteil an Real Madrids Champions League Sieg, aber auch generell einen großen Anteil an dieser hervorragenden Saison von Real gehabt. Deswegen absolut richtige Entscheidung, dort nochmal zu verlängern mit Modric. Hätte ich fast sogar für 2 Jahre gemacht, weil der einfach auf einem Top-Niveau ist. Ich finde aber auch, dass Real Madrid unheimlich viele Mittelfeldspieler hat. Kroos, Modric, Casemiro, das sind diese drei, die seit Jahren, seit 5-6 Jahren kontinuierlich zusammen spielen. Letztes Jahr Camavinga gekommen, dieses Jahr Tchouaméni, Valverde wurde schon länger aufgebaut. Isco kann wahrscheinlich den Verein verlassen, denke ich mal, ne? Dann gibt's noch so 2-3 andere, Ceballos, glaube ich noch. Das sind alles irgendwie so Ergänzungsspieler, wenn mal Platz auf der Bank ist. Deswegen, ja, ich weiß halt nicht, ob man die alle noch so braucht. Auch einen Vasquez und so. Gut, okay, die sind alle da. Herzlichen Glückwunsch. Sonst irgendwas passiert. Heute sind Länderspiele, ne? Länderspiele. Und tatsächlich spielt aktuell auch mein Heimatland. Deutschland gegen Ungarn. Dort steht es mal wieder 1-1. Italien, England, Ungarn. 60 Minuten gespielt, glaube ich, aktuell weiterhin 1-1. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Sie schießen zweimal ein Tor, kassieren aber auch immer wieder eins. Von daher ist das bis dato, glaube ich, eine relativ durchwachsene Leistung. Ich habe tatsächlich nirgendwo etwas gefunden, wo man dieses Spiel sich eventuell mal anschauen könnte. Auf dem PC. Das ist sehr, sehr schade. Also es wird ganz normal übertragen, wenn man ein TV-Gerät hat. Ich habe auch ein TV-Gerät. Das steht jetzt nur nicht hier. Ich habe hier 4 Monitore, ich brauche keinen Fernseher mehr hier. Wenn man einen Fernseher angeschlossen hat, kann man das Ganze über RTL gucken. Das geht auf dem PC allerdings nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Auf dem PC gibt es zwar RTL Now, aber das kostet im Monat 35.000 Euro, weiß ich nicht. Und dort kann man dann alle Livestreams gucken. Naja, gut, okay, wir fangen an. Ich habe ein paar Player-Picks noch gemacht. Wir haben bestimmt noch ein tolles Lied dabei. Und das Wichtigste, ich habe enorm Durst. Deswegen müssen wir jetzt direkt mal loslegen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu salzig gegessen heute. Kann das sein? Ja, herzlich willkommen zu Late Night Gaming.
Hilfe! Boah, hab ich Durst. Oh Mann, ey. Wie kommt das denn? Entschuldigung, haben wir noch einen Multivitaminsaft kaltgestellt? Könnte ich den gleich dann auch eventuell noch haben? Ich habe nämlich, wie gesagt, sehr viel Durst. Einen halben Liter wieder? Einen halben Liter Orangensaft, das wäre sehr nett. Dankeschön dafür. So, das ist Raf Camora. Wer ist noch dabei? Ja, ist bestimmt, irgendwer singt da auch noch mit, außer Raf Camora. Das Lied heißt Vergesse nie die Street. Ist ein tolles Lied. In der Zeit hab ich noch ein, zwei Player Picks dabei. 12. Aspirin, oh, das ist nicht so schön. Der Controller ist schmutzig. Wir sind Wiener. Hat er gesagt Wiener? Oh. Schick. Angel de Maria. Mach deinen Mund auf, Bruder, schmeckst du das Metall? Leg das Ganja auf die Waage digital. Und will mich scheitern, lauf auf vier. Das Unheil wartet vor der Tür. Spiel dir was vor auf meiner Gitarre. Ami Amor sieht ab in die Falle. Schnell weg von der Bulle. Vergesse nie mein Team. Ich hab noch was. Jetzt bist du weg, Tata. Was ist das hier? Aubameyang! Neues Bild. Schick. Dankeschön. Raf Camora. Okay, okay, okay. So, das waren 6 von 12 Player Picks. 11 ist durch. Hakimi, Aubameyang, das ist ein schneller Spieler und einer, der mal schnell war. Und ansonsten ist da gar nicht so viel mit dabei. Tatsächlich, Süle, Trapp ist natürlich Quatsch, genauso wie Manolas. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Busquets, sehr schön. Ja, da muss so ein bisschen was kommen. So ein bisschen was muss auch kommen. Red Wine von T-Lo. Sag mal, hier, komm, gib mir noch ein bisschen was. Ah, da. Das ist meine Auswahl. Aber warum kriegt man die Auswahl? Warum kriegt man dann alle drei? Alle drei sind relativ high-rated. Warum kriege ich nicht im nächsten Pack noch einen Rashford dabei? 91 Auflage ist natürlich wunderbar. Das freut mich. Oh, ja, ja, ja. Turner. Jetzt läuft's nicht mehr. Ah, da war doch. Luke Shaw.
84, 82, 81, 82, 88, 85, 83, 83, 84, 85, 84, 84. Okay. Durchschnitt. Na, ist okay. Auch bleibt nehmen wir gerne mit. Oh wow, was? Guerrero. Top. Wunderbare Sets. Boah. Oh nee, das war nix. Das ist aber auch echt, glaube ich, ist das einfach so? Der heißt wirklich einfach Corona, ne? Der hieß aber vorher auch schon so. Ich weiß gar nicht, ob der noch so beliebt ist, der Kerl. Der heißt einfach so. Okay, stopp. Dankeschön, Tilo. Sehr schön, gut gesungen. Das ist die Mannschaft. Sag mal, hakt das hier schon wieder, oder was? Das hatten wir doch diese Tage schon, das Problem. Das sieht auch gar... Ja, da hängt's wieder. Das sieht auch gar nicht mal so flüssig aus, oder? Ist das flüssig? Hak, 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 hak. Was ist los mit dem PC? Also, gut. Das kann ich jetzt nicht ändern mit dieser Kamera. Müssen wir später nochmal schauen. Das ist die Mannschaft. Die steht natürlich weiterhin gleich. Bis auf haben wir... Ne, doch, klar. Das haben wir ja... Wen haben wir denn am Donnerstag, ne? Abend haben wir den gezogen. Paolo Maldini, der hat ja schon ein paar Spiele jetzt auch für mich gemacht. Ist ein guter Innenverteidiger. In 17 Spielen nur eine gelbe Karte für einen Verteidiger. Genial. Der hat schon 17 gelbe Karten. Aber hat auch schon 1080 Spiele gemacht. Sehr schön. So, genau, mit dem Team werde ich jetzt gleich spielen. Mir hat keiner einen Osaf gebracht, deswegen muss ich das jetzt selber tun. Ich gehe einmal ganz kurz, wir gehen eben einmal rüber, Musik, und ich muss mir was zu trinken holen. Richtig. Oh,
Ja, danke schön. 199X und Dr. Disrespect. Der ist gekühlt auch. Das ist nett. Das ist nett von demjenigen, der es in den Kühlschrank gestellt hat. Also von mir. Sehr, sehr nett, der ist gekühlt. So, jetzt ist natürlich hier auch die Sache, es läuft aktuell noch ein Deutschlandspiel, das habe ich vorhin erwähnt, gegen Ungarn. Weiterhin 1 zu 1. Ich habe jetzt gerade gesehen, Ilkay Gündogan hat den Platz betreten und ein anderer Deutscher wahrscheinlich den Platz verlassen, gehe ich mal davon aus. Wer das namentlich ist, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Das Spiel ist jetzt auch, ich sage jetzt mal, das ist nicht so interessant, dass man sich das angucken müsste. Ich fahre jetzt nochmal 2-3 Minuten in der 75. Minute bei diesem Spiel. Ansonsten werde ich jetzt gleich auch selber mein eigenes Spiel aufziehen. Ich denke mal, dass meine Mannschaft persönlich einfach, die ist besser aufgestellt, als es die deutsche Mannschaft ist. Von daher macht mir das wahrscheinlich auch mehr Spaß. Ich finde es aber echt schade eigentlich. Guck mal, die deutsche Nationalmannschaft hat so viele tolle Spieler und jetzt haben sie eine dicke Möglichkeit. Das ist so unfassbar. Die rennen zu zweit. Zu zweit auf den ungarischen Keeper Peter Gulacsi zu. Das ist Jonas Hofmann mit, wer war dabei? Ich glaube, Timo Werner. Toller Pass erstmal durch die Schnittstelle Kai Havertz. Keiner Abseitsposition. Jonas Hofmann und Jonas Hofmann und Timo Werner stehen eigentlich frei vorm Tor. Hofmann spielt den Ball viel zu steil an Peter Gulacsi dran vorbei. Und Timo Werner kann dich nicht machen. Es gibt nur eine Ecke, weil, glaube ich, noch irgendwer dran war tatsächlich. Ja, der Keeper war da dran. Also es ist echt, also vor allen Dingen auch so eine Möglichkeit. Jonas Hofmann, okay, ist vielleicht nicht der beste Deutsche. Offensivspieler, trotzdem steht er im rechten Mittelfeld aufgestellt. Hansi Flick probiert tatsächlich gerne mal durch. Leroy Sané auf der Bank, Serge Gnabry auf der Bank, Thomas Müller auf der Bank, Marco Reus verletzt. Das sind für mich alles Alternativen, die im Offensivbereich, ja, für mich dann doch eher aufgestellt wären als Jonas Hofmann. Hier sehe ich es gerade noch in die Szene. Er spielt den Ball rüber. Ey, die stehen zu zweit vorm Tor. Orban ist schon fast raus, kommt in der letzten Sekunde noch irgendwie rein. Und den musst du eher rüberspielen. Das ist echt Quatsch. Den muss man machen. Wo ich eigentlich stehen geblieben war, dass die deutsche Nationalmannschaft erstmal von den Namen her, finde ich, sehr gut aufgestellt ist. Nur ich finde es etwas schade, aber das machen andere Länder auch so leider, dass dieses Potenzial nicht so ganz abgerufen wird. Wir haben für mich die wahrscheinlich mitbeste Doppel-Sechs mit N'Golo Kanté und Pogba aus Frankreich, sind Leon Goretzka und Joshua Kimmich für mich fast gleich auf, wenn nicht ein Stück drunter, neben der französischen Doppel-Sechs. Wir haben einen unheimlich guten Keeper, Manuel Neuer. Wir haben in der Offensive ganz viel Potenzial. Kai Havertz, Leroy Sané, Serge Gnabry. Timo Werner würde ich auch einfach mal so mit dazu zählen. Und auch viele erfahrene Spieler. Hummels ist jetzt nicht nominiert. Aber wenn, Hummels wäre sehr erfahren. Vielleicht ein bisschen abgebaut letzte Saison. Okay, aber eine Marco Reus wäre auch noch da. Es ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen schade, was die Nationalmannschaft von Deutschland so ein bisschen draus macht. Aber es ist nicht die einzige Mannschaft, sondern England macht es ähnlich. Von daher, gut, alles klar. Ich glaube, ich würde jetzt in mein erstes Spiel dann auch gleich mal reingehen. Richtig, machen wir so. Really wanna do this. Fünf Spiele habe ich bereits gemacht. Davon habe ich
4 gewonnen schon. Das ist doch schon mal was Feines. Und eine Niederlage habe ich mir auch abgeholt. Das ist natürlich alles passiert, wo ich ganz alleine hier in meinem Loft saß. Jetzt ist das Internet erstmal ausgelastet, wie ich hier auch sehe, ne? 70er Ping, 100er Ping, 90er Ping. Da kann das Ganze dann doch nochmal in eine andere Richtung laufen. Auch zum Beispiel die gegnerischen Mannschaften waren etwas schlechter aufgestellt als das, was der Gegner jetzt hier so hat. Trotzdem probiere ich es natürlich. Wir werden heute 2-3 Spiele machen. 4-5 wahrscheinlich eher. Und möglichst viel davon auch gewinnen. Wir starten mit Spiel Nummer 1. Ach, Herr Schiedsrichter. Herr Schiedsrichter, das war für mich aber kein Foul. Sehr schön von Gareth Bale. Cristiano Ronaldo läuft, kriegt den Ball nicht, jetzt aber. Ronaldo, da ist Benzema. Ja, es wäre fast die erste Möglichkeit gewesen. Bale holt sich den. Ah, schade. Schön. Hier so. Sauber. Benzema. Ja, gutes Dribbling von Messi. Kimmich passt auf. Wunderbar. So, da ist ein bisschen Platz für Benzema. Schade, Alaba passt auch auf. Kimmich, Benzema, C. Ronaldo. Stark. Gareth Bale. Na komm. Gareth Bale ist schnell, kann ziehen. An Alaba vorbei, damit ist CR7. Und Carlos. Bricke. Oh, ich sehe gerade, Thomas Müller betritt den Platz in der 79. Spielminute. Jawohl. Kimmich, Flanke kommt auf Benzema. Alaba holt den. Flanke Nummer 2. Hinten ist Cristiano Ronaldo. Bale, schade. Hier ist zwar der Flanken auf Cristiano Ronaldo, waren schnittig, kam auch schnittig rein. Nur Ronaldo kam noch nicht dran. Stark von Carlos. Lahm, Roberto Carlos hat ein bisschen Platz gegen Jonathan Klaus. Da wird es natürlich wieder eng. Neymar. Wieder gut verteidigt. Stark. Nächste lange Ball. Wir spielen für meinen Geschmack, glaube ich, auch ein paar zu viele lange Bälle. Trotzdem kriegt den Benzema. Ganz, ganz, ganz hinten. Christopher Nkunku. Puh. Stark von Maldini. Erste Ecke auch für den Gegner. Marquinhos ist da. Kimmich steht weiterhin immer noch zum Kontern da. Ne? Ich könnte ihm echt jedes Mal Bein brechen, Mann. Warum steht Kimmich zum Kontern da? Ich verstehe es nicht. Wenn es danach geht, wer am Kopfball schwächsten ist, dann müsste doch ein Roberto Carlos da stehen. Oh. Was ein Pass, Kyle Walker. Ey. Jetzt nicht die Konzentration verlieren. Unnötiger Ballverlust war das. Messi. Oh,
ey. Genauso schnell kann es gehen. Gute Chance für Ruud Gullit. Resultiert aus diesem einen Fehlpass, der dann zum Einwurf geführt hat. Danach waren wir nicht mehr im Ballbesitz. Schön für den Lahm. Gute Chance für Ungarn. Toller Schuss, Neuer hat gut pariert. Eieiei. So, schon wieder der lange Ball auf Gareth Bale und das wird gefährlich. Gareth Bale, Pfosten. Oh, es gibt sich. Gute Chance, toller langer Ball auf Gareth Bale. Courtois verschätzt sich etwas, lange Ecke. Doch der Pfosten ist im Weg. Nächste Chance, Cristiano Ronaldo kommt nicht an David Alaba dran vorbei. Puh, das hätte sein können. Das hätte sein können. Das hätte sein können. Er kommt nicht durch, Alaba ist da. Bale. Ja, hat auch den Ball gespielt eigentlich. Für mich jetzt wäre es jetzt auch kein Foul gewesen. Das war ganz normal, ganz normaler Zweikampf. 45 Minuten rum. Gibt es nochmal den langen Ball zu Benzema. Den gibt es. Cannavaro ist da. Und das war's mit den ersten 45 Minuten. Halbzeitpausenstand 0:0. Gut. Chancen hatte er auch. Ich auch. Ich glaube, dass dieser Schuss an den Pfosten von Gareth Bale gar nicht unbedingt einberechnet wurde in diese Statistiken. Das ist ja gerne mal so. Das zählt dann nicht als Schuss aufs Tor, sondern als Schuss meilenweit neben das Tor. 50, 60 Meter neben das Tor, wenn du den an den Pfosten klopfst. Wird gar nicht mit aufgezählt in den Statistiken. Ärgerlich, aber gut. Die Mannschaft behalten wir natürlich so bei. Ich vertraue auf die Jungs. Messi ZOM. Kunku über die Außenbahn. Ja, okay. Ja. Weiterhin 1:1. Ungarn gegen Deutschland. Und wir gehen in die zweite Halbzeit. Paolo Maldini. Über Christoph Nkunku, der hat hier eine sehr gute Bewegung mit dabei. Alaba rückt raus, hat den Ball schon wieder. Alaba ist auch einfach wirklich ein sehr guter Verteidiger. Maldini macht da top. Cristiano Ronaldo und Nkunku und jetzt wird's eng. Kein Abseits. Benzema 1:0. 48. Spielminute, Karim Benzema trifft zum 1:0. Möglichkeit. Nein. Abseits Messi. Aber auch in der Situation habe ich jetzt gerade gemerkt, warum wechsle ich auf Paolo Maldini? Ich muss doch einfach mit Walker, der ist so schnell, wir müssen einfach mit Walker dranbleiben und nicht auf Maldini da wechseln. Nächste Möglichkeit. Schade, Benzema kommt nicht dran. Das ist eigentlich doof da, ne? Also das hätte ich nicht wechseln müssen da. Stark. Guter Ball rechts raus. Nkunku. Bale. Nächster Ball auf Christopher Nkunku. Flanke. Oh, die ist nicht gut. Wo sollen die hinkommen? Yeah.
Bale schon wieder ein Kunku, ein Kunku. Was macht der denn? Kunku, Ronaldo, Mann, ey. Oh, Courtois. Mega Möglichkeit für Cristiano Ronaldo. Und bei Roberto Carlos sieht es gar nicht mal so gut aus. Der ist platt. Von vorne nach hinten. Und zurück. Oder auch andersrum. Boah, Carlos, bleibt mal ruhig hinten jetzt. Das ist, wir brauchen jetzt nicht unbedingt die Wege mit nach vorne machen. Macht er trotzdem wieder. Kriegt den Ball nicht, das ist es nämlich. Muss man gleich auswechseln, wenn er hier weiter so pumpt. Carlos, er macht halt gerne die Offensivläufe, natürlich. Bale. Oh, Gareth Bale, was macht der denn? Kunku. Ah, schade. Kommt da nicht an Alaba dran vorbei. Oh, das ist gefährlich. Boah, ey. Carlos, wie kriegt er den denn? Ist das stark, Roberto Carlos? Ist das stark? Bale verdribbelt sich. Nächster Ball, der weg ist. Kimmich. Sehr gut geholt. Lahm und wieder ein Kunku. Ronaldo. Ronaldo in der Mitte ist Bale. Schade, kommt nicht durch. Ecke, 70. Minute. Und ich überlege, nehmen wir Carlos jetzt wirklich raus? Der hat gerade einiges an Kräfte auf den Platz gelassen. Scheint mir aber mit 65 noch einigermaßen gut dabei zu sein. Ne? 65. Kunku hat etwas weniger Ausdauer. Das ist dann ja noch in Ordnung. Okay, wir lassen die nochmal 2-3 Minuten drauf. Könnte noch Alaba mal über links bringen, ne? Genau, so machen wir es. Alaba hat nur 88 Tempo, das ist etwas weniger. Trotzdem, glaube ich, kann er das. Jetzt kommt's aber. Schade. Maldini. Kimmich. Oh, da ist Marquinhos. Und das ist der nächste Eckball. Cannavaro war da dran. Ecke wieder kurz. Und jetzt hat das geahnt. Walker mit nach hinten. Marquinhos mit nach hinten. Und macht's nicht so gut. Maldini. Oh, Donnarumma. Stark. Das sieht gefährlich aus. Das ist Ruud Gullit gegen David Alaba. Es gibt den nächsten Eckball. Hin ist Cristiano Ronaldo. Das sieht schon besser aus. Klärt den Ball vorerst. Das ist abseits, der Schiedsrichter. Ja. 75. Minute. Es war abseits, das Tor zählt nicht. Nächster Fehlpass. Glück ist einfach zu groß, ey. Alaba und Marquinhos. Warum ist die Lücke denn da so groß? Jungs. Hey, was ist denn jetzt los? Ein bisschen Entlastung hier mit dem Kunku. Damit ist Ronaldo. Kommt nicht an Cannavaro dran vorbei. Ja, dann noch mal. Boah. Langer Ball auf Philipp Lahm, der ist gut gespielt. Philipp Lahm, Ronaldo und Benzema. Benzema, das gibt es nicht. Benzema, was macht der denn? Schießt das Ding rein.
Es darf doch wohl nicht wahr sein. 85. Minute. Mega Möglichkeit. Toller langer Ball. Und Benzema kriegt das Ding am Ende nicht im Kasten untergebracht. Nochmal die Kontermöglichkeit. Messi, langes Ding. Philipp Lahm ist da. Ist das stark? Gleich. Besser. Da ist der Ausgleichstreffer, 88. Kylian Mbappé. Also das ist wirklich, ne? Das ist ja wirklich. Benzema mit dem Ding da auf dem Fuß. Aber ich habe das gesehen. Der Gegner hat sehr, sehr viel Druck ausgeübt und die Abwehr stand einfach reihenweise nicht gut. Es ist so. Stark von Maldini. Und weg damit. Das war's mit den ersten 90 Minuten. Wir gehen in die Verlängerung durch ein spätes Ausgleichstor Kylian Mbappé. Oh, was Benzema da für ein Ding auf dem Fuß hat, ne? Ich fass es nicht, ey. Scheiße, Mann. Das ist richtig Bullshit. Weiß nicht, warum er den nicht einfach über Linie gedrückt hat. Ich weiß es nicht. Kann's, ich habe ja Kreis gedrückt. Logischerweise. Er hat es nicht hingekriegt. Messi und Ronaldo in einer Mannschaft. Die Verlängerung startet, die ersten 15 Minuten. Bale hat den Platz verlassen, Messi logischerweise eingewechselt, wie man gerade auch unschwer erkennen konnte. Walker etwas offensiver, kommt jetzt über die rechte Seite und der hat direkt mal eine gute Flanke auf dem Fuß. Schade. Das gibt's doch nicht, ey, das gibt es doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. So ein Ball, dass der ankommt. Dicke Chance, Erling Braut Haaland. Nächster Ball für Pascal Walker. Maldini, was macht der denn da? Boah, Jungs. Ey, die Hütte brennt lichterloh. Was verteidigen die denn hier? Maldini mit einer katastrophalen Bewegung. Boah. Und wie ein Glück. Nächste Chance. Und jetzt ist es soweit. Wahr sein, Mann. Was ist mit dieser Abwehr los? Guck mal, Marquinhos, Maldini, Alaba, was machen die? Absolut unsortiert. Lücken, als würden 5 LKWs täglich da durchfahren. Gern an mich, ey. Wir verlieren so schnell die Bälle. Walker, ganz hinten ist Benzema, da kommt die Flanke wieder nicht hin, Ronaldo.
gerne sehen. Das war's mit Halbzeit Nummer 1 der Verlängerung. Das war's. 15 Minuten haben wir noch. Alaba und Ronaldo beraten sich nochmal. Ich weiß es nicht. Das ist, wir hatten da eine Phase, die hatten wir zum Schluss, zum Ende der 90 Minuten, hatten wir schon so eine Phase, wo der Gegner absolut Druck gemacht hat und so viele Bälle uns abgeluchst hat. Und jetzt haben wir hier die Quittung. So könnte man das fast benennen. Es kommt für Nkunku nochmal ein weiterer Offensivspieler, und zwar Neymar. Wir ziehen Walker wieder zurück in die Innenverteidigung. Alaba soll jetzt außen verteidigen, Walker in, machen wir jetzt einfach so. Die letzten 15 Minuten. Lange Ball. Ich weiß nicht, wie Walker den da stoppt, aber ob es so ganz regelkonform war, weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch egal. Schiedsrichter hat nicht gefilmt. Messi. Benzema. Nee, das kann nichts werden. Tja, nicht so lange Ball. Haaland. 3:1. Ich weiß nicht, wie diese langen Bälle durchkommen. Ich habe keine Ahnung. Maldini, Walker und Marquinhos. Ich weiß es nicht, was die machen. Das ist einfach so ein simpler langer Ball und es klappt. Kein Foulspieler, Neymar. Fabi, jetzt willkommen. Guten Abend. Maldini, na komm. Da läuft Cristiano Ronaldo und in der Mitte 2-3 Anspielmöglichkeiten. Hinten ist Benzema. Pfosten. Ecke gibt's. Courtois war noch dran, lenkt den an den Pfosten. Eckball. Ramos kommt für Alaba im gegnerischen Team. Alaba! Abgeblockt. Das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. 4-1. Wir haben den Ausgleich in der 89. Minute kassiert und hätten das Spiel eigentlich 90 Minuten schon gewinnen müssen. Da steht sie 4-1 in der Nachspielzeit. 4:1! Das erinnert mich an das Finale 2014, glaube ich. Real Madrid gegen Atletico. Und wir verlieren das Spiel. Mit 4-1 holen uns somit die zweite Niederlage. Herzlichen Glückwunsch. Kopf hoch weitermachen. Ja, ja klar. Aber wenn man das so sieht, warte mal. Hier. Wir haben kurz nach der Halbzeit mit Karim Benzema das 1:0 erzielt. Eigentlich ein schöner Spielzug. Nkunku, toller hoher Ball. Benzema, Annahme mit der Brust, direkt Volley rein. Das Ding war okay. Der Gegner war noch nicht da, außer Halbzeit scheinbar. Weiß ich nicht. Hat er nicht gut verteidigt. Und dann in der 89. Minute
ist es Kylian Mbappé. Das ist ein bisschen sehr bitter. Lahm nicht auf seiner Position, aber wir hatten da auch so eine Phase, dass wir unheimlich unter Druck geraten sind und sehr, sehr viele Bälle hier im Mittelfeld. Ich glaube, der Pass kommt wahrscheinlich von Walker. Sollte zum Kunku kommen, aber kam er logischerweise nicht. Wir haben unheimlich viele Bälle im Mittelfeld verloren. Der Gegner hat extrem viel Druck ausgeübt. Und dann kommt hier so ein Ding, warum Marquinhos da wieder diesen Schritt hier nach außen macht. Da, ich kann das nicht verstehen. Marquinhos, wo willst du hin? Kyle Walker ist da. Plus, da ist nicht mal jemand an der Außenlinie. Warum? Mit welchem Hintergedanken macht Marquinhos einen Schritt da an der Außenlinie? Da ist nicht mal mehr. Und wenn, dann wäre der von Kyle Walker gedeckt. Marquinhos macht den Schritt nach außen. Ich bin mit Joshua Kimmich auf Erling Haaland zugelaufen, hab Druck ausgeübt, hab die Mitte nicht dicht gemacht, sondern eher den Pass zu Messi. Okay. Marquinhos sowieso zu weit weg. Maldini als letzte Instanz. Am Freitag erst im Icon Pick gewesen und hier glaube ich sogar am Ball dran, oder wie sehe ich das hier? Yo, Mbappé, was macht der denn dann? Nimmt den Ball hoch. Okay, Maldini macht's nicht so ganz überragend. Maldini aus dem Spiel, Marquinhos kommt langsam wieder rein. Schuss. Ja, da, gut. Herzlichen Glückwunsch. Marquinhos. Bambus, herzlich willkommen. Ja, das ist dann halt die Szene, die uns wahrscheinlich den Kopf gekostet hat, ne? Dann nochmal drei Buden in der Nachspielzeit zu kassieren, ist natürlich bitter. Trotzdem weiterhin 4 Siege aus 6 Partien. Ist okay, aber das hätte der 5. Sieg sein müssen. Bin ich jetzt auch mal ehrlich. Ist so. So, sehr, sehr ähnliches Team. Wie der letzte Gegner. Angel Di Maria soll sehr stark sein. Eine Ende der Ära-Karte. So, wir sagen es in Deutsch. Das liegt mir deutlich besser als Englisch. Der ist, glaube ich, relativ gut, Angel Di Maria. Ich müsste den wahrscheinlich gut zustellen. Spiel Nummer 2 am heutigen Abend. Da startet Ronaldo, der kriegt den Ball nicht. Boah, ey. Wenn ich diesen Varane da immer wieder sehe, der hat zum Team of the Year hier diesen Rückblick SBC bekommen. Das ist jetzt ein halbes Jahr schon her. Der ist trotzdem immer noch wahrscheinlich einer der Top 3 Innenverteidiger. Neben Marquinhos und wahrscheinlich einem Maldini ist Rafael Varane der Mann in der Innenverteidigerposition, ein halbes Jahr nachdem er rauskam. Damals hat er 1 Million gekostet, die hatte ich nicht, deswegen habe ich den nicht gemacht. Jetzt hätte ich ihn gerne, würde auch unheimlich gut in meine Mannschaft reinpassen. Rafael Varane mit dem Link zu Cristiano Ronaldo in meiner Formation, in meiner Aufstellung, wird das sensationell funktionieren. Gut, habe ich nicht, ist egal, holen wir jetzt auch nicht hinterher. Wir spielen mit den Spielern, die wir haben und holen Ecke Nummer 1 raus nach 8 Minuten. Getreten von Joshua Kimmich auf Kyle Walker. Und hinten wäre Ronaldo gewesen. Was machen die Jungs da von der gegnerischen Mannschaft? Der Keeper und der Innenverteidiger. Schlechte Absprache, da ist Platz. Gut, dass er den Platz nicht gesehen hat. Und das ist gut gelöst von Walker. Einfach mal angerempelt, einfach mal den Gegner mitgenommen. Boah. Vieira. Kann man haben. Kimmich. Boah! Stark gehalten, wieder die Maria Fekir. Was macht ihr denn da? Das war es tatsächlich, Bambus. Am Freitag, am Donnerstagabend war es, habe ich einen Icon-Pick gemacht und da war ein Engländer, ein Italiener und ein Mexikaner mit dabei. Ich habe das mit einer Schablone geöffnet. Glücklicherweise war der Italiener dann Maldini. Somit konnte ich meine Verteidigung nochmal deutlich verbessern. Freue ich mich natürlich darüber. Mannschaft wird stärker und stärker. Und genau so soll es auch sein. Toller Pass auf Christopher Nkunku. Nochmal Ronaldo abgelegt. Drüben nochmal Benzema. Boah, Klaus mit dem langen Bein. Scheiße.
Maldini, und da ist er. Im stehenden Verteidigen ist das halt einfach eine Macht, eine Wucht. So, beides. Eine wuchtige Macht. Maldini, so ein Typ. 1-0. Wow! Gibt's nicht. Die Latte rettet. Schlecht verteidigt, Jungs. Was macht ihr denn da? Wie löchrig. Toller Pass von Di Maria rüber. Und da kann man auch nicht mit ahnen, dass Mbappé tatsächlich aus 7-8 Metern nur die Latte trifft. Den habe ich drin gesehen. Genau so eine Szene hatten wir im letzten Spiel auch. Mit Benzema, die das Spiel hätte entscheiden können. Damals haben wir sie nicht genutzt. Wieder Benzema. Kriegt den Ball nicht rüber. Es ist der eben angesprochene Rafael Varane. Stark. Na komm, Kimmich, setz nach. Ich verstehe nicht, wie er dann nicht dran vorbeigehen kann. Kimmich und Di Maria. Ist jetzt auch kein so physischer Spieler. Echt schnelle Ballverluste heute mit dabei. Gefällt mir nicht so. Der Gegner ist nicht arm. Er hat einfach nur ein bisschen Pech gehabt. Passiert, habe ich auch manchmal. Ich hatte vorhin eine unheimlich ähnliche Szene, da hat Benzema nur einfach nicht geschossen. Tor war leer. Benzema hat nicht geschossen, somit kein Tor. Passiert. Glück muss man haben. Die Maria. Was hat der denn für ein Dribbling? Der nimmt hier reihenweise immer wieder zwei, drei Spieler mit seinen Dribblings raus. Ey. Benzema. Benzema, Benzema kommt nicht an Landsmann Varane vorbei. Es ist so, der ist halt einfach stark, Rafael Varane. Ronaldo. Benzema. So, hat ein bisschen Platz. Wer ist in der Mitte anspielbar? Ja, leider nur ein Nkunku. Nkunku! Boah, wäre das Cristiano Ronaldo gewesen. Ich glaube, dann wäre die Sache hier anders ausgegangen. Und wieder nach hinten mit dir, Christopher Nkunku. Das ist natürlich das Gute. Der macht diese Offensivläufe so grandios. Nkunku muss dann aber auch rechtzeitig hinten sein. Patrick Vieira. Was ein Hammer. Kimmich zu langsam. Keeper kommt nicht dran. 1-0. Jungs. Varane ist halt der Innenverteidiger, der bei ihm alles hinten weg hat. Nächster Pass ist kein Abseits. Ey, das gibt es nicht. Alter. Mann. Was ist denn mit der Verteidigung los? 0-1 Rückstand zur Halbzeit. Ey, das sind Lücken, ne? Ich dreh durch. Und das 0-1 geht absolut in Ordnung. Geht absolut in Ordnung. Also, das Deutschlandspiel ist vorbei. Deutschland und Ungarn trennen sich 1-1. Genauso wie Deutschland-Italien und Deutschland-England. England-Italien übrigens 0-0. Wales-Belgien 1-1. Polen-Niederlande ebenfalls ein Unentschieden. Montenegro-Bosnien auch ein Unentschieden. Die einzigen, die gewonnen haben, sind die Rumänen und die Türken. Wow. Schön.
Also, drei Spiele unter Hansi Flick, jetzt unter der Woche, beziehungsweise innerhalb von einer Woche. Dreimal unentschieden, dreimal 1-1. Ich glaube, wir sind bereit für die WM. Gugu, schöner langer Ball. Bale mit der Ecke, Kimmich drüber. Warum ist das denn so eigentlich? Warum denn Bale auf Kimmich und nicht andersrum? Kimmich auf Bale, der ist doch viel kopfballstärker. Ich weiß auch nicht, warum Kimmich da, also im gegnerischen 16er steht er mit vorne drin und möchte die Dinger da reinmachen, aber hinten will er sie nicht verteidigen oder was? Da steht er immer zum Kontern, wenn wir eine Ecke gegen uns bekommen. Ist genial, was Kimmich da macht, wirklich. Der fällt sich bei Standardsituationen, fällt er sich so gut. Ist ein Genie, der Kerl. Wieder mal ran. Das war auch zu wenig, wenn man einfach nur. Ronaldo probiert einfach mit viel Tempo da an Varane vorbeizukommen. Das klappt halt nicht. Ne? Das ist zu wenig. Realistische Chance, Mbappé. Wir müssen offensiver werden. Ein Trauerspiel. Ich habe die erste Halbzeit gesehen von Deutschland gegen Ungarn. Also beide Tore. Da habe ich ja auch nicht viel verpasst. Ich hatte das jetzt auch gerade weiterhin noch laufen. Die zweite Halbzeit. Aber ich finde es auch nicht so gut, was wir spielen. 2-0. Rodrigo. Ja, Varane, der macht den Laufweg. Der macht genau den Laufweg, den Benzema hätte machen sollen. Varane, der macht einen Start von Kunku. Benzema am ersten vorbei, Ronaldo rechts raus. Oh. Das gibt's nicht, ey. Das gibt es nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Bale, gute Chance, gut aufgedreht, Bale, Van der Sar. Ecke kurz, auf Lahm, Flanke kommt, Vieira ist da. Ja, das war der Fehler. Kein Abseits, Paqueta frei, vom Tor, Maldini. Der wäre an Keeper Donnarumma dran vorbeigegangen, kein Foul. Schön. Wieder Paquetá. Wir kommen da nicht durch. Es ist zum Mäusemelden. Naja, Angel Di Maria ist natürlich relativ vorhersehbar. Man weiß, was der macht. Der legt ihn sich immer auf den Linken. Also da. Oh Mann, ey. Lahm! 3-0 und okay. Ja, es dauert zu lange. Lahm will den Querpass spielen, es dauert zu lange. Paqueta kommt da rein. In diesen Zweikampf reingesprungen und der Ball ist weg. Es dauert einfach alles. Von A bis Z zu lange, was wir hier in diesem Spiel vorhaben. So kannst du kein Spiel gewinnen. Das letzte Spiel hätten wir schon gewinnen können. Haben wir auch nicht getan. Das muss man definitiv hier nicht gewinnen, das Spiel. Und das tun wir auch nicht.
Sega. Phil Foden 4-0. Will ich wissen, wie viele Schüsse der hat. Ich will es nicht wissen, wie viele Schüsse der auch mal dort. 20 bestimmt. Minimum. Der zur Halbzeit schon 12 gehabt. Benzema, Benzema. Wow, den hält er. Den fängt er ganz lässig. Von der Jean. Pass zu Gareth Bale. Ja, ins Benzema, 88. Tonali kommt nochmal für Vera. Gut. Das war's. Das ist die nächste Niederlage. Die zweite Niederlage am heutigen Abend in Spiel Nummer 2. Das Spiel, ja gut, klar, das braucht einen jetzt hier nicht ärgern. Das geht halt absolut verdient verloren. 20 Schüsse. So wie ich es schon irgendwie mir gedacht habe. Bitteres leider dann doch irgendwie nochmal das letzte davor. Ich komme immer wieder auf das Spiel, auf die wirklich bitteren Spiele, was man dann echt hätte auch gewinnen müssen. Das letzte. Das davor, das wäre es gewesen. Nächstes Spiel. Nummer 3. Macht das echt so einen großen Unterschied? Ich habe ja für mich heute Nachmittag auch privat ja gespielt. Da war das Ergebnis 4-1. 4 Siege, eine Niederlage. Stehen bei 4 Siegen, 3 Niederlagen. Und es könnte natürlich auch noch weitergehen, wenn ich die gegnerische Mannschaft so sehe. Macht das wenig Unterschied, ob man so für sich privat spielt oder ob man das überträgt? Scheinbar ja. Großer Unterschied scheinbar. Guter Ball, Nkunku, erste Abschlusschance. Lloris ist da. Ecke, hier soll Kimmich auf. Wir sind da. Oh, Leo. Bell. Boah, drüber. Schade, dann kann man. Man kann es mal probieren aus der Position. Ein Foul von Jorginho.
Ein Foul von Jorginho. Stark für mich. Der war im Aus. Ach komm, der Schiedsrichter. Nein, 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 nein. Der war noch nicht im Aus. Uh-uh. Ja, Bale muss da mitmachen. Macht er auch. Nee, kein Foul. Das ist ein gefährliches Ding hier, ey. Das ist doch unser Einwurf tatsächlich. Ich hab da Kimmich fast als letzter drin gesehen. In der Mitte ist Cristiano Ronaldo. Oder Nkunku. Blau, jetzt holt sich den gegen Philipp Lahm. Kopfball, nix. Außergewöhnliches. Langer Ball, das könnte einer sein für Roberto Carlos, genauso ist es. Nächste lange Ball. Und Gareth Bale. Wieder abgefangen. Jorginho. Berardi. Warum ist da so viel Platz für Henri? Mann, 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 Mann. Abseitsposition. Gott sei Dank. Cristiano Ronaldo. Der Ball ist nicht gut gespielt. Von Benzema. Warum legt er den so lässig darüber? Da kommt Ronaldo doch nie im Leben dran. Ja, die. Immer wieder ein sehr ähnlicher Spielstil. Immer wieder kommen die Gegner über außen, aber wir kriegen die Mitte einfach nicht dicht. Ach, die Scheiße, ey. Kriegen diese Mitte einfach nicht dicht. Han Soi. Heißt das so? Ich weiß nicht. Herzlich willkommen, schon genau auf jeden Fall. HXNSEU. Oh, da ist Benzema. Benzema! Hans EU. Ah, das macht mehr Sinn. Ja, sicher. Warum denn Han Soi? Hans EU. Ja, richtig. Sehr gut. Danke für den Tipp. Han Soi. Hilfe. Der kommt an. Und der kommt auch an. Oh, ey. Es ist kein gutes Spiel. Auch hier wieder nicht. In Spiel Nummer 3 am heutigen Abend finde ich die Spielweise noch nicht überragend. Lange nicht. Noch lange nicht, noch lange nicht. Jetzt mal wieder Benzema in der Mitte. Na komm, Karim Benzema. Zweite gute Gelegenheit. Benzema mit dem Kopf. Und wieder ist Keeper Ratata zur Stelle. Zanetti. Stark von Gareth Bale. Sehr gut mitgearbeitet. So, gibt es noch einen vor der Halbzeit. Cristiano Ronaldo hat ein bisschen Platz. CR7 wird nicht angelaufen. CR7, Platz eigentlich für Nkunku. Ball kommt wieder nicht durch. Und das war's. Halbzeitpause. 0-1 Rückstand.
Hans, erstmal schönen Dank für das Follow. Das habe ich jetzt gerade auch gehört. Akustisch. Konnte aber nicht darauf reagieren, weil das Spiel so anstrengend war. Also, aktuell habe ich insgesamt 7 Spiele gespielt, 4 davon gewonnen. Und die letzten 2 am heutigen Abend, die ich dann gespielt habe, leider verloren, somit 4-3. Das ist natürlich für diese Mannschaft gar nicht mal so gut. Ich finde, die ist namentlich nach wie vor, ich bin unheimlich froh, damit spielen zu dürfen. Das ist eine sehr tolle Mannschaft. Allerdings 4-3 vielleicht nicht unbedingt der Anspruch mit so einer Mannschaft. Aber es ist halt auch schwierig. Wir liegen wieder 0-1 hinten. Wir kommen nicht wirklich rein ins Spiel. Was soll ich machen? Man sieht ja die Fragezeichen über meinem Kopf. Halbzeit 2. Ach, Mann. Was machen wir? Werden wir offensiver jetzt schon? Walker braucht dann nicht so weit raus pushen. Er ist Innenverteidiger nach wie vor noch. Und er gefällt mir nach wie vor auch am besten. Ich hätte den mal kurzzeitig auch als rechten Mittelfeldspieler auf der Position, wo Nkunku jetzt steht, ausprobiert. Aber das hat mir nicht zugesagt. Das ist ein Tor. Weil jeder einzelne Verteidiger aus der Situation rausgenommen wird. Wie bei den Bambinis. Wirklich. Leao am ersten, Leao am zweiten, Leao am dritten. Ich glaube, es ist Maldini, der dann auch noch draufläuft. Und somit steht Henri frei vom Tor. Boah, ich komme überhaupt nicht rein in dieses Scheißspiel, Mann. Ich komme nicht rein. Wir kriegen es nicht hin. Mich wieder vorne. Durch wie viele Leute muss ich Carey Pillen da durchdribbeln? Durch 3. 1-gegen-3 Situation. Ich weiß nicht, wo die anderen Spieler dann freistehen oder. Also, wenn 3 Spieler einen von mir decken, dann müssen ja irgendwo Lücken sein, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo die waren. Das gibt es doch nicht, ey. Wie der sich um diesen Ball bemühen muss. Und er geht nicht rein. Wieder ist der Keeper zur Stelle. Leao, der ist natürlich gut. Stark von Bale. Kimmich nochmal rüber. Loris wieder da. Von der Position kannst du mit Joshua Kimmich nicht schießen. Das geht nicht. Aus dem Winkel geht's nicht. Den mussten wir nochmal rüberspielen. Und wenn, dann geht's halt nur direkt. War halt keiner da. Was willst du machen? Wieder Berardi. Roberto Carlos entwischt. Flanke kommt nicht an. Boah, das ist richtig bitter. Das tut so richtig weh jetzt. 70. Minute. 0-3 hinten.
Was macht Bale denn da? Wenn also, wenn der Gegner einen schlechten Tag hat, ist es ein Elfmeter. Gareth Bale, Mann! Was soll denn das? Philipp Lahm steht frei. Boah, das sind so Kleinigkeiten, aber die müssen halt, das muss halt sitzen. Es muss halt sitzen, sonst können wir es einfach aufknicken. Sonst wird das nix. So ein einfacher Ball. Guter Ball. Wo ist Ronaldo? Von dem auch noch nichts gesehen. Ronaldo, da! Warum geht der nicht hin? Ronaldo, das ist ein absoluter Ball für CR7. Guter Kopfball, Loris wieder da. Oh Mann, ey. Diese Flanke da gerade. Warum geht der kleine Roberto Carlos dahin, wenn Ronaldo doch vor ihm eigentlich das steht? Ich kann es nicht nachvollziehen. Nächster Ball, der weg ist. Maldini. Wow, wow, wow. Wow. 4-0. Großes Kino. Ganz großes Kino. Ganz stark. Aber auch das geht in der Höhe nicht, aber wahrscheinlich geht der Sieg am Ende in Ordnung. Wenn man so verteidigt, wie wir es hier tun, ist das einfach nicht genug. Oh, der ist ein bisschen weit nach außen, ne? Den wird Ronaldo nicht bekommen. Alter, was macht ihr da? Das war Spiel Nummer 3. Wir gehen mit der nächsten Niederlage raus. Wir machen eine ganz kurze Pause von 2, 3, 4, 5 Minuten. Es gibt nämlich noch etwas, was ich machen wollte, beziehungsweise auch machen muss. Icon Swaps heißen sie nicht, sondern Team of the Season Swaps. Sind, glaube ich, gestern Abend dann die SBCs rausgekommen, die man jetzt abschließen kann. Ich habe ein paar bekommen, ein paar Tauschspieler, deswegen löse ich die jetzt ein. Ich weiß nur noch nicht ganz für welche Challenge, aber das habe ich vor, auf jeden Fall jetzt eben zu machen. Irgendein Team of the Season Pack wird man da, glaube ich, rausbekommen. Das machen wir. Aber diese Musik möchten wir dabei nicht haben, ne? Nein, wir möchten haben Rin mit Need for Speed. Und wir schauen uns nach einem neuen Torhüter um. Müssen wir auch mal. Ich muss mich auch nach einem neuen Torhüter umschauen, auch ganz dringend. Corona kommt weg. Serge Aurier auch. Ich muss mich unbedingt mal nach einem neuen Torhüter umschauen, beziehungsweise Donnarumma, er ist. Er hat in vielen Situationen, vor allem auch in 1 gegen 1 Duellen, schon auch gut gerettet. Also was heißt in vielen, aber in wenigen. Immerhin etwas, ne? Trotzdem glaube ich, dass es auch noch andere Torhüter gibt, die ähnlich halten. Wenn es gut läuft, sogar noch ein bisschen besser als Donnarumma. Das Problem ist nur, den Van der Sar Prime, den ich eigentlich gerne haben wollen würde. Der ist noch ein bisschen zu teuer, auch wenn ich Donnarumma verkaufe. Deswegen müsste ich wahrscheinlich erstmal einen anderen ausprobieren. The Moments ist sowieso nicht wirklich. Donnarumma aktuell 130.000. Okay, wir gucken mal eben nach. Ich habe heute Mittag schon mal nachgeguckt. Nach Torhütern. Aber. So, wir können nehmen Yashin. Nee, können wir nicht. Sorry.
Ich könnte mal den Czech Prime ausprobieren. Peter Czech Prime. Hatte ich den schon mal? Schmeichel, Film mit 10k. Cassias hatte ich schon. Schmeichel mit, okay. Yashin mit, wird auch nicht gehen. Czech ist der Beste. Hast du die Moments oder die Prime-Karte? Du bist nicht alleine. Moments, okay. Gut, also wenn ich einen Donnarumma verkaufen würde und nach der Weekly könnte ich dann eventuell auch den Czech Moments reinstellen. Ne? Der kostet 285. Dann wäre auch möglich zum Beispiel ein Yashin Prime, ein Schmeichel Moments, Cassias Moments, Van der Sar Moments nicht. Der kostet 600.000, das ist ein bisschen zu viel, aber Van der Sar Prime, auch den würde ich dann gerne ausprobieren. Geht aktuell noch nicht, weil mir die Münzen fehlen, aber Czech könnte man mal machen. So, das ist, machen wir aber gleich. Jetzt ist die Frage, ich habe 8 Tokens. Was mache ich? Ich könnte einen Serie A-Spielerwahl auch machen. Ich könnte noch, da vorne sind noch Tokens, ich könnte noch einen machen. 8 habe ich. Premier League, Ligue 1, Serie A, okay, Ultimatives. Ne. Was haben wir denn? Gibt es hier nicht Bundesliga oder irgendwas anderes? Spielerwahl auf jeden Fall nicht. Da, La Liga Tots hatte ich tatsächlich dran gedacht. Deswegen habe ich es mir schon unter den Favoriten markiert. Grund. Ligue 1, sagt Bambus. Okay, könnte ich dazu eine kleine Begründung haben? Denn, pass auf, das ist ja meine Mannschaft. Jetzt müssen wir irgendwie, jetzt muss ich halt denken. Ich muss gucken, welche Spieler habe ich, welche Spieler brauche ich, welche Spieler könnten potenziell
trying everything that I can. Wir zoomen mal etwas rein. Guck mal hier, wir gucken mal rein in die BBVA. Ja, ja. Okay, Alter, komm vor. Alter, Alter, guck dir die Preise an. Oh, Benzema kostet 2 Millionen. 2 Millionen kostet er. Okay. Wir sind durch. Wir sind durch, das war's. Ich hab den gekauft für 2,8. Die Preise sind am Fallen bis zum Geht nicht mehr. Ich könnte mir fast Modric einfach kaufen. 360.000 für Modric. Was ist denn mit den Preisen los? Suarez 800. Naja, Vinicius immer noch 4 Millionen. Glückwunsch. Und der kostet auch noch 500.000. Der kostet auch noch 600k. Der war immer mal auf 400. So eine Scheiße. Ja, hier fängt es halt wieder an, der Canales. Hier Araujo, Acuna, Muniain. Da kann auch echt viel Quatsch bei rumkommen, ne? Aber ich glaube, bei League One ist es auch sehr ähnlich. Da kann auch viel Quatsch bei rumkommen. Ich wüsste jetzt nicht, wo man weniger Mist ziehen kann. Wo ist League One? Wo ist denn League One? Da unten oder was? Klar, Messi, Neymar, Mbappé. Ich glaube, oder? Machen wir League One? Ich glaube, wir machen League One, ne? Yeah, ich könnte ein Paqueta bestimmt gut einbauen. Und Tchouaméni, weiß ich nicht. Der ist jetzt, glaube ich. Tchouaméni wäre nicht mehr besser als Kimmich. Paqueta wäre, glaube ich, schon besser als Kimmich, aber Tchouaméni nicht mehr. Tchouaméni würde ich dann nicht mehr einbauen. Paqueta schon. Lafont ist sowieso Quatsch. Payet hatte ich auch schon. Nuno Mendes habe ich sowieso. Der bitte auch nicht. Fofana habe ich schon 20 Mal gezogen. Terrier kann auch immer dabei sein. Nice. Okay. Kette. Dann war es auch schon wieder, ne? Es ist, ich weiß nicht, das hat mir jetzt gar nicht weitergeholfen, sag ich jetzt mal so. Ich glaube, ich werfe jetzt echt eine Münze. Das ist das Einfachste für mich. Ich werfe jetzt eine Münze. League One ist Zahl. 1, League One. Zahl muss League One oder nicht? Wegen der 1. Zahl muss doch League One eigentlich oder nicht? Zahl, League One. La Liga. Mit dem deutschen schönen Symbol da drauf, was wir hier sehen. Jetzt machen wir das so oder machen wir es andersrum? Macht Sinn? Eigentlich schon, ne? Zahl, League One. Zahl, League One, Münze werfen. Er wirft die Münze nicht. Hallo? Hallo? Ja. Der kann mir jetzt auch nicht weiterhelfen, tatsächlich. Das ist natürlich doof. Das war jetzt aber nicht, ich hab nicht gedrückt. Jetzt muss ich nochmal, oder was? Zahl ist Liga. Wir machen Liga weg. Scheiße. Ich will gar keinen League One-Pack machen. Ich muss noch eben durchgehen. Nein. Doch nicht den Münzwurf. Können wir jetzt echt den Münzwurf das entscheiden lassen? Ich muss mal eben durchgehen. Also. Ich muss mal nochmal eben durchgehen.
in der Liga, wo ich mehr Leute gebrauchen kann. Das Ding mache ich jetzt einfach. So, pass auf. Gebrauchen Mbappé, Messi, Neymar. Ziehen wir Marquinhos dazu. Marquinhos. Mehr kann ich nicht gebrauchen, sag ich dir ganz ehrlich. Eigentlich sind es nur drei. Drei. Eigentlich sind es nur drei, die ich gebrauchen kann. Pass auf. Nur Mbappé, Messi, Neymar. Mehr kann ich nicht gebrauchen, sag ich ganz ehrlich. Also, Benzema, Vinicius, Eder, Modric. Ich komm nicht weiter. Ich komm da nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Ich kann bei jedem, also bei beiden gleich viele gebrauchen. Ich mache jetzt einfach League All, weil die Münze so entschieden hat. Die Münze hat entschieden. You know me. La Liga. Komm, ich mach La Liga. Mach La Liga. Wo ist das hier? Ah, das ist ja. Ich mach La Liga. Ist ja schwierig. Wie kann man denn so wenig entscheidungsfreudig sein? Es geht doch hier um nichts. Krieg doch eh Mist. Kriege ich. Sehr wahrscheinlich nicht so viel raus, wie ich gerne hätte. Von daher, es geht auch um nichts. Da liegt Totspack. Ich könnte auch, weiß nicht, diese anderen Sets einfach zweimal ein 100k-Pack machen. Oder ein 50, ein 100k-Pack. Das wäre viel einfacher. You know me. Pass auf. Die schicken wir so ab und dann hätte ich ja sogar noch einen übrig. Vielleicht kriegt man jetzt noch für ein oder zwei Tokens kriegt man noch ein Set. Kann gut sein. Gucken wir mal. Das war jetzt La Liga Spieler Totsback. Wunderbar. Und zwar Team of the Season 9. Ich guck mal eben nach. Haben wir auch für 5. Für 4, so viel habe ich natürlich nicht. Für 3, super. Na, das ist natürlich hier sehr schwieriger Pack. Hier für 2, das könnte man dann irgendwann nochmal machen, wenn ich mir den zweiten auch noch abgeholt habe. So, wir öffnen jetzt erstmal das Set hier. Bitte kein Alaba, bitte kein Courtois. Ansonsten würde ich tatsächlich alles mitnehmen. Von Benzema bis Vinicius Junior. Eieieiei. Jetzt haben wir doch La Liga gemacht, ne? Aber ist ja, das ist doch. Ja. Ist doch okay. Stat Reveal. Ja. Müssten wir einmal eben den Monitor ausschalten. Und dann müsste ich einmal eben rübergehen. Wo ist Daisy? Du kannst gerne weiter singen. I feel so lost. Wollte ich denn jetzt das Bild? Oh, da sieht man mich aber gut. Hallo? Hallo? Oh Mann, das ist aber rot hier. Hilfe. Wir öffnen das mal. Ah nee, warte mal. Das ist jetzt doof, oder? Wenn ich das jetzt öffne, dann sieht man den ja da schon. Den darf man nicht sehen. Guck mal hier. Oha. Können wir? Ich sehe es ja jetzt nicht. Wir machen mal eben ganz rot den Bildschirm, ja? Mann, ist das toll hier. Ich glaube, das können wir immer. Das können wir die ganze Zeit so lassen. Den Bildschirm. Ist es? Sind wir soweit? Hallo?
Wir sind da. Ist das Attributdetail? Ja, ne? Eigenschaften, Spielerdetails. Ne, das müssen die Attribute. Ja, ist richtig. Ich schau mal rein. Ist bestimmt heute, oder? Boah, ich kann es gar nicht sehen. Physis. Ich muss mal eben schnell nach. Ach so, kann ich ja gar nicht. Wie viel Physis hat Benzema? Ich glaube keine 88, aber es ist auch nicht. Der hat eine geringe, also ja, 87 Ausdauer ist nicht so gut. Stärke auch nicht so gut. Aggressieren, das ist weder Vinicius noch Benzema, glaube ich. Scheiße, Mann. Das hatten wir schon, das Lied. Modric, der könnte echt 88 haben, ne? Ungefähr. Könnte aber auch so ein Araujo sein, wo ich Angst vor habe. Oder ein Alaba. Es ist Alaba. Es ist Alaba. 100%ig ist es Alaba. Es ist Alaba, den habe ich schon. Verdammte Scheiße, ey. Es ist Alaba. Es ist Alaba. Oh, warum? Ey, ich hab den schon. Was ist das denn? Oh. Warum denn genau einen von den Jungs, den wir schon haben? Ich heule. Digga, was denn jetzt? Was denn jetzt? Ey. Ja, Ligo hätte ich halt keinen Totz gehabt. Den hätte ich auf jeden Fall zumindest schon mal einen Verein hinzufügen konnten, ne? Ist das unlucky? Ich hab, wie viel habe ich? Ich hab zwei. Zwei Team of the Season Spieler. Aus. Ich hab zwei Team of the Season Spieler. Na doch, da wäre Nuno Mendes drin gewesen. Oh, ist das scheiße. Zu unlucky, Mann. Ja, ja. Das ist berühmte Hufeisen. Das tut manchmal auch einfach weh. So, können wir den Ivo reinhauen, oder? Wahrscheinlich nicht. Die Maria. Zu hoch, oder? Zu high rated, ne? Der ist zu high rated, ne? Insignia auch zu high rated, oder? 87? 85, 83. Das geht aber. Na, jemanden könnten wir noch machen, dann hätten wir einen 3. Kann ich aber morgen noch machen, das machen wir heute, glaube ich, nicht. Ja, wo soll ich den denn jetzt reinhauen, in Alaba? Boah, ja. Es läuft nicht. Es läuft nicht gut. Weder die Spiele noch die Sets. Das ist alles ziemlich beschissen gewesen bis jetzt. Raul, den hätte ich auch gerne eigentlich im Verein. Ich hätte einfach gerne einen Raul im Verein. 87er Team für Raul, jo. Raul, wenn ich den kaufen wollen würde, würde der kosten Raul kostet 290.000 Hunden. Alter. Machen wir jetzt nicht. Habe ich jetzt keine Lust zu. 4 Siege, 4 Niederlagen. Wir gehen jetzt in eine Runde spielen. Was ist Scheiße? Wie scheiße ist das denn bis jetzt hier gelaufen, eigentlich? Dachte ich jetzt schon bereit gemacht, habe ich noch gar nicht. So, sehr viel Bundesliga plus Mukta plus eine Legende, ich glaube es war Puskas und Di Maria Hakimi. Nicht in ihren besten Karten, Maria. Das war ja eine entspannte Auszeit von den Spielen. Habe ich mich noch mehr aufgeregt als in den Spielen selbst bei diesen Sets. Da musste ich mir viel mehr, das war gar keine Auszeit, weil ich musste mir so viel Gedanken machen, welches Set machst du jetzt und Stat Reveal und dann doch ein Spieler, den wir schon haben. Und ach, ist doch alles krampfhaft. Ist doch alles scheiße, glauben. Der ist gut, der Ball. Der ist noch besser, Karim Benzema.
Frei vor Manuel Neuer. Oh, Mann, ey. Benzema trifft das Tor nicht. Vamos. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis wahrscheinlich morgen Abend. Tschüss. Vielen Dank. Habe ich das schon gesagt? Ja. Schönen Abend. Ciao, ciao. Ich bin bekloppt. Ich bin durcheinander. Licht an den Sets. Dreht sich wieder sehr, sehr, sehr viel um das ganze Mittelfeld hier. Sehr ballsichere Mannschaft, der Gegner. Jo, der Ball kommt dann aus der Drehung von Kimmich Lahm. Nkunku. Der ist bei uns, der Ball. Wieder weg. Ey, immer im Spiel nach vorne verlieren wir den Ball. Aber so derbe schlecht, dass nur noch die Verteidigung da steht. Warum ist das so kacke immer? Was macht ihr denn da? Immer in der Vorwärtsbewegung. Solche, das sind so teure Ballverluste. Die kosten eine Menge Kraft und eine Menge Nerven. Ganz ruhig, 16 Minuten gespielt. Die erste dicke Chance war schon auf unserer Seite. Und die zweite folgt. Gut. Spiel schon mal für kurze Zeit unterbrochen. Spiel des Gegners. Und wieder zurück. Jetzt einmal. Benzema. Bin ich zu Hause. Stark von Kunku. Wo ist CR7? Da ist er doch! Der ist schwierig. Sehr, sehr schwierig aufs Tor zu bringen, der Ball. Der ist sehr, sehr schwierig aufs Tor zu bringen. Flanke kommt. Oh. Muss man aufpassen. Hey. Carlos. Kimmich. Bale hat ein bisschen Platz. Ja, mach Meter. Gareth Bale in der Mitte. Carlos, komm nicht dran. Schlechter Ball. Kevin, hallo. Ich stehe exakt 4 zu 4. Ist aber auch eine scheiß Mannschaft. Muss man zu sagen. Kennst du ja, hast du ja mitgespielt, lässt sich scheiße spielen. Was willst du machen? Zack. Nächste Chance. Boah. Stark von Gigi. Donnarumma. Ja, ist ein bisschen schade. Ich stand tatsächlich, ich habe bis dato heute 3 Spiele gemacht, die ich alle verloren habe. Und heute Nachmittag schon meine 5 Spiele gespielt. Bis dato stand ich tatsächlich 4-1. Der Abend heute bis jetzt noch nicht so gut verlaufen mit 3 Niederlagen am Stück. Das ist Spiel Nummer 4. Das wird auch das letzte sein, was ich in der Weekend League bestreiten werde. Am heutigen Abend. Und das wäre natürlich nochmal
ein schöner Ausklang, dies mit einem Sieg zu beenden. Stato sieht es dementsprechend aber nicht aus. Wie man hier auch anhand des Passes von Kyle Walker sehr gut erkennen kann. Die Mannschaft ist ausgelaugt, die hat keine Lust mehr. Ist sehr viel Laufarbeit, der Gegner spielt unheimlich viel, immer wieder hin und her durchs Mittelfeld. Wahrscheinlich 60-65% Ballbesitz der Typ. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel hinterher laufen. Immer die Konzentration wahren, Passweg. Das war's mit Halbzeit 1. Mann. 0-0. Immerhin, der Gegner hatte etwas mehr Chancen als ich. Deswegen kann ich mich mit dem 0-0 tatsächlich noch zufriedenstellen, ne? Halbzeit 2. Wir drehen das Spiel jetzt einfach mal um. Wir gehen etwas mehr auf eigenen Ballbesitz und lassen den Gegner vielleicht mal einen Moment laufen. Wir gucken, wo sich die Lücken anbieten hier. Die Lücken ergeben. So. Spieler anbieten, Lücken ergeben. Das ist der Plan und der klappt nicht. Es läuft sich einer frei. Kimmich, was los? Nicht da hinter dem Gegenspieler verstecken. Immer laufen. Nächster Ball, der weg ist. Macht er gut. Einzelne Mutter. Ronaldo überhaupt gar nicht im Spiel bis dato. Das ist einer für Nkunku. Das ist einer für Ronaldo. Das ist einer für Benzema und für Bale. Neuer ist da. Ecke. Ecke kurz. Philipp Lahm. Flanke kommt auf Kimmich. Ey, ich dreh durch. Was soll Kimmich denn mit diesem hohen Ball anfangen? Weiß ich auch nicht. Wieder Seitenwechsel. Er nimmt wieder Tempo raus und es geht. Durchs Mittelfeld. Stark. Ein guter Pass. Die Maria bleibt im Ballbesitz. Guckt das schon wieder. Ja, einer muss davor. Ey. Benzema. Hakimi. Vor der Außenlinie gerettet. Zola. Jo. Und wieder rüber. Das kostet echt Nerven, ne? Immer wieder hier hinterher zu laufen. Boah.
Wen soll ich anspielen, Mann? Ronaldo läuft weg und Bale ist nicht auf seiner ZOM-Position. Puh, ich habe selten so mit Schwierigkeiten gehabt, überhaupt mal Anspielstationen zu finden. In dem Spiel habe ich es aber. Das ist echt, das ist so krampfhaft, ne? Muss immer wieder hinterherlaufen. Alter. Das ist aber genau das, was der Gegner erreichen will, wenn es klappt. Volloffensive. 14 Minuten vor Schluss. Wir wechseln Neymar ein für Roberto Carlos. Bale bleibt drin. Was denn, das ist eine Katastrophe, ey. Das ist eine Katastrophe, das Spiel. Wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Ganz schlimm. Sehr, sehr schlimm. Doch. Ist so. Ist so, ist so, ist so. Die Zeit läuft runter. 13 Minuten auf der Uhr. So, Neymar. Der hat nochmal ein bisschen mehr offensiv dran. Und da ist Neymar, wenn Zimmer, das gibt es nicht, ey. Neymar. Wieder weg. Benzema. Ecke. 7 Minuten. Ecke kommt direkt rein. Zu Cristiano Ronaldo. Nein. Und jetzt gibt's den Konter. Flo Wirtz, keiner mehr hinten. Maldini gegen Florian Wirtz. Der kommt nicht hinterher, Maldini. Er kommt nicht dran. Doch. Konter. Boah. Mann, was ist das denn für ein Ball? Ich fass es nicht, was hier passiert. Ich fass es nicht. Das war's. Das Spiel ist vorbei. 0-1 Niederlage. Das souverän hat das runtergespielt. Sehr, sehr gut. Ich habe 4 Spiele heute gespielt. Ich habe alle 4 verloren. Vorhin habe ich privat 5 gespielt, aber dann habe ich 4 gewonnen. Das heißt, ich setze mich genau morgen hier wieder hin und übertrage natürlich auch den Rest der Spiele. Denn dann läuft es meistens am besten. Prozent Ballbesitz. Ey, du kannst nichts gegen machen. Der Typ hat die ganze Zeit hinten rumgespielt. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe eine Taktluten vor Schluss, habe ich diese Taktik angeworfen. Die ist normalerweise nur für 10 Minuten Spielen gedacht, weil danach sind die Gegner platt. Jeder hat energisches Anlaufen drin. Es ist die Verteidigung steht absolut hoch auf 100. Schnell nach vorne, schnelles Spiel, Pressing bis zum geht nicht mehr. Ich habe 20 Minuten mit dieser Taktik gespielt. Er hat einfach hintenrum gespielt. Wir haben den Ball kaum gekriegt. Was willst du denn machen? Unser Mukhtar hat getroffen. Gute Bewegung gegen Maldini. Und der Ball rollt ins Netz. Apropos Maldini, wir wollten eigentlich einen anderen Torhüter kaufen, habe ich vergessen. Vielleicht liegt es daran.
ein Torhüter, dass wir das Spiel verloren haben. Ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, nein. 11 Spiele haben wir übrig, die mache ich morgen Abend natürlich nicht alle, logischerweise. Entweder spiele ich morgen Nachmittag privat oder ich lasse es sein, dann machen wir morgen Abend 5 Spiele und beenden dann Motor die Weekly, je nachdem wie viel Spaß ich dann da so dran habe. Also, katastrophaler Abend. Ein weiteres Mal ein sehr, sehr beschissenes Endergebnis. Ich freue mich auf jeden Fall, stand jetzt extrem auf morgen Abend, wenn ich dann erneut 5 weitere Spieler spielen darf. Für heute war es das denn jetzt erstmal mit der Weekend League. Wir sehen uns morgen Abend wieder irgendwann zwischen 9:30 und 10:00. Tschüss, 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 bis dann. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.